Ja, ich bin seit ungefähr 25 Jahren jetzt schon mit dabei. Ich bin im Prinzip der Teamleiter für das Listen-Label-Entwicklungsteam. Ich darf zusammen mit den anderen überlegen, in welche Richtung wir das Produkt technisch steuern, was wir an neuen Features einbauen. Ich sammle Kundenwünsche ein, schaue, dass ich mich in der Community rumtreibe, um so ein bisschen das Ohr an den Entwicklungen zu haben. Also 1989 hatte ich den ersten Vertrag mit der Comdata, beziehungsweise die ersten Rechnungen stellen können. Dementsprechend mit Herzblut hier bei der Firma dabei. Und ich arbeite am Listen Label Core seit Version 1, sprich, das war eigentlich dann mein Kind. Ich bin jetzt bei der Firma Combit schon sehr, sehr lange. Seit 2003 bin ich, glaube ich, hier schon in der Firma. Ich habe ursprünglich meine Ausbildung als Anwendungsentwickler hier bei Combit machen dürfen. Ich bin schon direkt während meinem Studium bei Combit eingestiegen, damals als Werkstudent. Fast schon 30 Jahre sein, denke ich mal, wenn man die Studentenzeit auch noch dazu zählt. Die erste Aufgabe bei Commit weiß ich noch genau, das war mit Listenlabel das Gestalten von sehr komplexen Formularen, die für Steuersoftware damals gebraucht wurden. Im Prinzip muss man sich vorstellen, wir hatten früher für DOS den Adressmanager. Und der konnte natürlich eigentlich nur textmäßig ausgeben. Das ging noch relativ einfach zu designen. Eine Zeile Anschrift, eine Zeile Name, Vorname, was weiß ich was. Und irgendwann musste man sagen, Mensch, stopp, wir brauchen das Ding natürlich auch für Windows, als der Adressmanager in Windows gegangen ist. Und nachdem wir immer alle Module selber gemacht haben, hat man gesagt, na gut, dann machen wir auch einen Report-Generator. Und der wird dann unter Windows arbeiten. Und wir hatten es gemacht für Etiketten, wir hatten es gemacht für Karteikarten. Und dann kommt irgendwann der Chef an und sagt, ja, und was ist mit Listen? Und wir so, ja, okay, dann müssen wir noch ein Listenobjekt bauen. Listenlabel war ja irgendwann wirklich nur für Softwareentwickler vorgesehen. Dementsprechend wussten wir natürlich auch, dass die Menschen, die das nutzen werden, schon technisch sehr versiert sind und natürlich auch wissen, was sie tun. Es kam natürlich aber immer mehr die Anfrage von Kunden, die von einem großen Mitbewerber damals kamen, wo wenig Programmierkenntnisse notwendig waren. Daraufhin haben wir uns überlegt, wie könnten wir denn sowas auf die Beine stellen? Und dass es eine Weblösung wird, war uns natürlich auch von Anfang an klar. Und so war natürlich die Idee dafür geboren. Also der Riesenvorteil von dem ist, dass Listenlabel die Daten nicht selber aufbereitet, sondern die Daten von extern kommen. Das heißt, die Kunden oder mittlerweile .NET, das .NET-Modul von uns, gibt die Daten an Listenlabel, sodass völlig frei ist, wo wir die Daten herkriegen. Der Kunde, der ein völlig anderes Datenformat hat, kann an Listenlabel die Daten übergeben. Und daraus wird dann der Report generiert. Und das ist ein großer Vorteil anderen gegenüber, die immer gesagt haben, ah, wir packen die Datenbank da rein. Das macht es den Leuten einfach, ja schon, aber wenn man eine andere Datenbank hat, wird es schwierig. Und das macht es halt einfach so flexibel, weil wir da komplett unabhängig sind, was das Thema angeht. Uns ist es letztendlich egal, ob wir da in dem medizinischen Bereich unterwegs sind, ob wir im mathematischen Bereich, Automobilzulieferer, ob wir als einfach nur in ERP oder CRM-Anwendung unterwegs sind. Es spielt gar keine Rolle für Listenable. Wir können einfach ja, eigentlich alles. Ja, also diverse Herausforderungen. Erst einmal, die Compiler wechseln ständig. Das erste Mal war natürlich ohnehin der Adressmanager in Pascal geschrieben. Wir haben dann überlegt, machen wir Pascal oder machen wir C? Damals gab es noch kein C++ richtig. Dann haben wir also mit C ein bisschen angefangen, bis der Whatcom-Compiler kam, der auch C++ kannte. Dann hat man versucht, das auf C++ abzubilden, ein großer Vorteil. Dann kam irgendwann 32-Bit, das war eine neue Herausforderung, später ja 64-Bit. Dann kamen die Schritte, alle Texte aus Single Byte auf Unicode 16 mitmachen. Es gibt eine Riesenmenge, also technische Schritte, die ganz schön herausfordernd waren. Solche Herausforderungen wie relationale Strukturen dazu, das heißt, wir mussten irgendwie Hierarchien drucken können, das haben wir dann zunächst gelöst in Form von, wir nannten das zu Beginn Multitabellen. Dann dachten wir aber, warum eigentlich nur Tabellen? Da können auch noch Diagramme mit rein. Dann wurde daraus der Berichtscontainer. Wir haben nach und nach die Datenbindungsschicht verbessert. Dann kam irgendwann natürlich der Web- und Cloud-Trend, auf den wir reagieren mussten. Das heißt, dort haben wir dann mit dem Webdesigner und jetzt mit dem Web-Report-Designer, Web-Report-Viewer uns erneuert. Wir mussten auf Dinge wie Docker-Container eingehen. Das heißt, wir haben sichergestellt, dass das funktioniert und das hört aber einfach nie auf. Also jetzt die nächste große Baustelle ist sicherlich Linux-Hosting. Und auch da ist jetzt die Zeit gekommen, dass wir uns da Gedanken drum machen, wie wir das Ganze eben unterstützen können. Und ich mache mir keine Illusion, dass danach nicht eine nächste große Baustelle kommt, aber das macht es ja auch spannend. Mir fällt es spontan nichts ein, was wir uns hätten sparen können, weil jeder Bereich oder jedes Feature, was wir in Listenlabel umgesetzt haben, ist oft ein Sprungbrett für neue Innovationen, für anderes Denken, für eine neue Positionierung am Markt gewesen.
und war dann quasi Urheber für neue Funktionalitäten. Jetzt eben wie jetzt gerade die Vorbereitung, wir haben das Repository, dieses virtuelle Dateisystem eingeführt damals und das war jetzt eben das Sprungbrett eben für diese Web-Reporting-Geschichte, um damit halt viel besser umgehen zu können. Ich denke, da kann man so pauschal jetzt nicht sagen, das hätten wir uns sparen können. Oh, viele. Da gab es eine ganze Menge Sachen, die man eigentlich hätte von Anfang an ein bisschen anders machen können. Oder man konnte es damals nicht anders machen, musste nachträglich wieder intern austauschen gegen was Neueres. Wir hätten eben den Datenprovider, das ist mein größtes Feature in der Hinsicht, da habe ich dann lange bohren müssen, den Datenprovider schon viel früher machen müssen, als wir es eigentlich gemacht haben. Weil das WIRTS-Programm wirklich erstmal alle Daten an Liste Label schmeißen muss, auch wenn sie nicht gebraucht werden. Bis hin zu, ja okay, man kann vorher fragen, welche Daten gebraucht werden. Bis hin zu, hey, List and Label fordert die Daten selber an. Ist natürlich ein Riesenschritt in Geschwindigkeit, in Komfort, aber das musste alles intern erarbeitet werden und ziemlich viel Umbau gemacht werden, um das auch zu unterstützen. Vor allem, Stichwort auch, weil das Alte muss ja noch funktionieren. Ja, vielleicht die Sammelvariablen. Die sind zwar ziemlich cool, aber da sie offensichtlich niemand außer uns gebraucht hat, hätten wir sie vielleicht gar nicht einbauen müssen. Ich würde sagen, nein. Also eindeutig nein, weil wir immer uns bewusst für Dinge entschieden haben und wir haben eher kleiner angefangen, minimalistischer angefangen, nur Sachen angeboten, die vielleicht notwendig sind und dementsprechend ist es auch jedes Mal im Team eine Diskussion, wollen wir was aufnehmen, ist es notwendig, kann man auch ohne damit auskommen und dementsprechend glaube ich, alles was jetzt da ist, wird auch wirklich benötigt. Also der PDF-Export ist, das, glaube ich, das Wichtigste und was man heutzutage sehr braucht, überall braucht, was weiterentwickelt werden muss, hier auch von wegen Datensicherheit, dass diese Daten über Zugpferd gesichert sind und so weiter, unveränderbar sind. Das wird wahrscheinlich in Zukunft immer wichtiger werden. Ich denke, das ist tatsächlich auch dieser Webbereich. Wir jetzt eben diesen neuen Webreport-Designer, den wir seit der Version 27, glaube ich, mittlerweile im Produkt drin haben, der eben stetig mit jeder neuen Version wächst, wächst und wächst. So eben auch mit der neuen Version 30 natürlich, kriegt er auch ein paar neue Sachen beigebracht. Und dieser Teil im Zusammenhang mit dem Repository, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt in diesem Bereich, in der Webentwicklung, dass wir nicht mehr auf diese Projektdateien basieren müssen mit List und Label, sondern eben auf Memory-basierten Projekten, die man halt eben selber über das Repository verwaltet. Das macht es dann eben sehr, sehr spannend und cool zu verwenden. Und das ist so der Bereich im Web, wo ich sage, das ist auch richtig cool, was die Leute eben unterschätzen, wie cool es eigentlich ist und Spaß macht zu benutzen. Dass der Report-Server natürlich ein eingebautes Caching hat. Ja, das heißt, Reports, die vielleicht öfters benötigt werden, werden im Hintergrund eine gewisse Zeit vorgehalten. Das heißt, wenn man einen sehr komplexen Bericht hat, dessen Erzeugung vielleicht ein paar Minuten länger dauert, als man es gewöhnt ist, dann ist dieser Report eine gewisse Zeit im Cache vorhanden und die User, die ihn dann vielleicht später nochmal aufrufen wollen, haben ihn sofort verfügbar. Ja, das ist eine tolle Geschichte, die man so in, vielleicht wenn man mit Listenlabel direkt arbeitet, in seiner Anwendung vielleicht nicht so integriert hat. Das war eine komplizierte Frage. List and Label ist ja immer noch, würde ich sagen, ein universell einsetzbarer Report-Generator. Ein sehr cooles Tool. Für mich das beste Reporting-Tool der Welt, ganz klar. Das Gesicht von Listenlabel in der webbasierten Welt. Ich habe gelernt, dass man auch neue Programmiersprachen, dass man die anwenden kann, auch auf die alten Konzepte. Mit den Leuten hier macht es Spaß, zusammenzuarbeiten. Wir sind ja gewaltig gewachsen von am Anfang mal 6, 7 Leute. Auch das macht Spaß. Dass die Leute dann mit Problemen kommen oder ich denen helfen kann, unterstützen kann, etwas zu tun, dass noch etwas besser geht, schneller geht. Die kurzen, unkomplizierten Wege über Dinge, über Projekte, über Anstehendes, vielleicht auch über Probleme, sei es kundenseitig, zu sprechen, also sprechen zu können, dass man einfach einen schnellen Ansprechpartner hat, ohne dass man da jetzt irgendwelche verschiedene Termine weltweit organisieren muss oder sowas ähnliches, sondern einfach dieses geballte, kompakte Combat sein, wie wir es hier leben, finde ich einfach super praktisch und angenehm im Team zu arbeiten. Und das macht es einfach sehr wertvoll und vor allem, wir sind dann halt auch sehr agil, was das angeht. Also wir haben kurze Entscheidungswege und können eben schnell reagieren. Ich glaube, wir haben alle zusammen einiges gelernt in der Zeit, weil sich einfach viele Dinge verändert haben. Also das geht los mit, dass man überhaupt objektorientiert programmiert. Das hat sich in der Zeit erst so nach und nach entwickelt. Dann haben wir sehr, sehr viel gelernt, was Qualitätssicherung angeht. Das war zu Beginn meiner Zeit noch kein großes Thema. Und dementsprechend war die Qualität eben auch hin und wieder verbesserungswürdig, sage ich jetzt mal vorsichtig.
Und wir haben uns da relativ schnell professionalisiert und mit automatisierten Tests, mit automatisiertem Deployment, mit einem Build-Server, der da jede Nacht läuft und die ganzen Tests abspult, bis hin, dass wir jetzt automatisch ein Service-Pack jede Nacht hochladen, was die aktuellsten Änderungen jeweils enthält, sodass die Kunden das einfach schnell testen können. Und so hat sich eigentlich, ich muss sagen, die Welt komplett umgedreht, seitdem ich hier angefangen habe zu arbeiten. Und auch da mache ich mir keine Illusion, das wird immer so weitergehen, weil eben einfach immer neue Innovationen, neue Ideen kommen und wir versuchen die eben einfach dann auch für uns zu nutzen, aufzugreifen. Jetzt gerade der KI-Trend zum Beispiel. Das heißt, wir haben bei uns natürlich GitHub Copilot am Start. Wir haben diverse Tools geschrieben, die auf OpenAI-APIs aufsetzen und so erfinden wir uns eigentlich ständig neu und das macht Spaß. Ich vermisse eins, ja, das ist kein Geheimnis. Ich denke, die Zuschauer werden das sicherlich auch missen, immer wieder mal, ist der Linux-Support der Native, ganz klar. Ich fände es sehr spannend, wenn wir eine Antwort auf Linux-Hosting-Fragen hätten. Das heißt, das kommt jetzt immer häufiger, die Frage, wie können wir das Label unter Linux zum Laufen bringen? Fragen wir uns auch, beziehungsweise wir haben da schon Ideen und ich denke, das ist das nächste große Ding, an dem wir feilen werden. Da gibt es eine Menge an Features, die noch im Hintergrund schlummern, die auch schon ausgereift sind, wo man, glaube ich, auch gespannt sein kann, was in Zukunft kommen wird. Da wird uns momentan die Arbeit nicht ausgehen. Eine Hauptsache so die Combit-Events, die wir haben, weil jedes Jahr ein Sommerfest oder Release-Feste oder Ausflüge und so Sachen, dann das ist schon was Besonderes. Also nach 20 Jahren dann zum Schlitten fahren und so Sachen, das ist schon toll. Also das Spannende ist auf jeden Fall, dass wir wirklich coole Leute im Team haben, die zum großen Teil auch schon seit vielen, vielen Jahren dabei sind, die einen sehr guten Überblick haben, sowohl über den Tech-Stack, mit dem wir arbeiten, als auch über die Herausforderungen, die wir da eben im Laufe der Jahre so zu meistern hatten. Und das Schöne ist, dass die uns erhalten geblieben sind. Also wir haben relativ wenig Fluktuation. Dadurch haben sich natürlich auch freundschaftliche Verbindungen im Team gebildet. Und wir können, wenn jetzt neue Entwickler nachkommen, sehr schnell die mit Erfahrungen und Wissen Druck betanken, sodass die dann eben auch sehr schnell produktiv sind. Und das macht Spaß, also die Zusammenarbeit im Team. Ja, man kann Spaß an der Arbeit haben, das habe ich vor allem gelernt. Es ist ganz wichtig, habe ich meinen Kindern immer gesagt, sucht euch was aus, was euch Spaß macht. Das ist ganz wichtig. Wobei es Leute gibt, die sagen, mach ja dein Hobby nicht zum Beruf. Ich hab's, es macht Spaß.